45 hatten wir jemals so wenig Punkte? Ich glaube ja. Aber 150er gefahren sind mit Sicherheit. Ja, okay. Da kann das sein. Was wollten wir fahren? Wir wollten Cooper fahren, oder? Ja, glaub schon. Also Yoshi hatten wir auf jeden Fall. Yoshi hatten wir. Toadette, ich mein, und Dings hatten wir. Shy Guy hatten wir aber auch. Ja? Ich meine, Shy Guy hatten wir. Die beiden hatten wir noch nicht. Ja, okay. Aber jetzt will ich gerade mal gucken. Lucky 2 hatte bei dem Bike jetzt gerade kaum Punkte. Ja, tatsächlich, die Charaktere sind direkt mit eingerechnet. Daher wahrscheinlich, meinte Lennart, wegen dem meisten Tempo dann. Aber gehören die nicht alle zur gleichen Kategorie oder haben die alle Charakter ihre einzelnen Stats? Ich glaube, die haben fast alle. Also, der ist auf jeden Fall ein leichter. Ja. Der ist auf jeden Fall ein leichter Charakter und Metal Mario ist halt ein richtig schwerer. Ist ja halt Metal. Ja. So, Metallica. Iron Maiden. Ich weiß gar nicht, ob ich die Strecke überhaupt schon mal gefahren bin. Die Die von Jack. Jack. Nein. Von Jack und die Bohnenstange. What do? Wo sind die Blitze? Na, da. Links ist einer. Ah ja. Jetzt sehe ich sie. Aber ich sehe die Wolken irgendwie nicht. Jetzt! Ja, jetzt gehst du weg! Ja, jetzt muss ich jetzt. Ja, der Weg ist halt einschwer. Ja, aber ich bin in der Mitte dazwischen drunter gefallen. So. Ja, irgendwie sowas. Genau. R2 gibt's wohl leider nicht, oder? Ist ja ZR. ZR und R und ZL und L. Ja. Und was ist Z3 bei Nintendo? Es gibt ein Z3. Stick reindrücken. Oh. Oder gibt's den nicht? Ja, aber ich weiß nicht, ob das wirklich Z3 heißt oder R2, L2. Also L2, bei der PlayStation genau. Ist es R3. Ja, genau. Also ich denke mal, ich weiß es gar nicht. Nintendo hat gar keinen Namen dafür. Also in Spielen wird einfach nur gesagt, drücke den L-Stick. Das wusste ich. Jeder Controller hat es anders. Xbox hat RT, RB. PlayStation hat R1, ja, wobei ich bei, R2. Ganz ehrlich, bei Xbox finde ich, ist das am kompliziertesten vom Namen geben her. Weil rechter ganz ehrlich, Bumper, rechter Trigger. Genau, eben. Also das finde ich dämlich. Ja. Nur weil sie es halt nicht so haben wollten wie PlayStation, ne? Aber das. Ja, aber die Buttons sind ja auch ganz anders, ne? Da hast du ja wirklich. Die oberen sind richtige Buttons und unten sind ja Trigger, richtige Trigger. So. Ja. Und auch schon wieder. Bei PlayStation sind halt irgendwie alles Buttons. Obwohl mittlerweile bei PS3 ist ja auch. Eben. Bei PS3. Eher ein Trigger als ein Button. Ja. Bei der PS2 war das noch so. Da war das ein richtiger Button. Da waren alles Buttons. Was? Da war ja, eine Wolke. Blitz, genau. Echt? Mhm. Ja. Weil das war schon am Flimmern und so. Und nach dem Motto, oh, ich komme. Ich komme und blitz Wortball. Dich. Ich blitz Dings. Ey, jetzt fahre ich schon extra nicht die Abkürzung. Jetzt werde ich davon erwischt. Oh, und saß war. Nee. Ja, blitz Dings. Von Man Black. Blitz-Dings-Bums. Genau. Der blitz Dings-Bums? Ja. Ich glaube, das Ding. Ja. Da wirst du nicht gebombt. Gebombt? Schade. Oh, das.
Ich weiß gar nicht, hat der gut Handling gehabt? Ist leichter Charakter, ja, ne? Ja, der ist richtig gut Handling. Hat halt keine Geschwindigkeit. Ja, das passt schon. Aber wenn man nochmal guckt, die Charakter-Sets sind wirklich mit drin. Ja, das ist gut. Das heißt, es ist nur eine Frage der Zeit, bis irgendwo im Internet eine Liste mit Charakter-Sets auftaucht. Die gibt's doch schon. Echt? In irgendeinem Wiki war die schon drin. Ah ja. Meine ich. Also ich habe welche gesehen gehabt. Ich glaube, in dem offiziellen Mario Deutschen war es, glaube ich, drin. Ich bin mir nicht sicher. In einem habe ich die auf jeden Fall gesehen. Ich bin dran. Mario Wiki oder Mario Kart? Das weiß ich nicht mehr. Ich hatte mal gegoogelt, glaube ich. Und durch Zufall bin ich da drauf gekommen. Nein, geh weg. Komm doch. Hey? Ja, wahrscheinlich, weil die Kurve so stark war, dass die wirklich nicht mehr direkt hinter mir war. Bananen, ja. Oh. Nein! Shit. Der hat den gerade kaputt gefahren? Ja. Aber immer an derselben Stelle, ne? Geh weg. Geh weg. Von außen nach innen. Von außen nach innen. Von außen nach nicht zum Bumerang. Komm, ich rette uns. Wie sind unsere Punkte-Sets? Ja. Okay. Das war sehr knapp, das war aber alles geplant. Den Pilz verdammt, genau. Okay, es gibt vier Gruppen. Die leichten sind nochmal unterteilt. Hä? Gibt es zwei Mies? Es gibt zwei Mies. Also bei den Charakter-Sets stehen zwei Mii-Button. Drei sogar. Eins. Ach so, ja. Ah, ja, leichter, okay, schwerer, ja, und Dingsbums. Ja. So, Daniel. Jetzt, genau, jetzt. Du hast nicht mehr viele Chancen, deine Ehre wiederherzustellen. Ja, nicht mehr viel. Nur noch zwei maximal. Das sind deine Excel-Karten, ne? Es gibt sogar sieben. Mhm. Sieben Gruppen gibt's. Oh, das ist cool. Das ist krass. Super leicht. Ja, noch zwei leichte, zwei Medium und drei schwere. Oh, okay. Wobei Metal Mario nicht zu den allerschwersten. Was wäre denn, wenn ich auf Tempo gehen würde? Wegen Zeitfahren, sag ich mal. Was wäre dann der beste, also, Charakter? Speed, du willst keine Acceleration, kein. Nein, wirklich auf pure Speed. Pure Speed. Ja, definitiv schwerer Mii, Bowser, Wario und der fette Koopaling. Verdammt. Ach so, okay. Wer damit? Nee, gerade nicht. Ich weiß auch nicht, wie der heißt. Louis? Ne. Der sehr aussieht wie knochentrocken. Ja. Also das wäre für Zeitrennen auf jeden Fall das Beste. Ja, zumindest vom Charakter her. Die haben halt aber auch Schrott Mini-Turbo. Ja. Ne? Mini-Turbo? Da gibt es als eigenes Set doch noch weiter. Ja. Der ist, je leichter du bist, desto besser ist der. Ja, okay. Ja gut, aber trotzdem, das Tempo ist einfach... trotzdem krasser vom Set her. Warum ist Traktion bei leichten Charakteren besser als bei schweren? Das ist aber auch beim Auto. Beim Auto ist Traktion auch besser, wenn du leichtes Auto hast. Ja, okay. Wegen der Trägheit. Ah, ja, okay. Okay. Und du musst ja bedenken, ein leichtes die Räder haben ja, sag ich mal, einen gewissen konstanten Wert als Grip. Wenn du schwerer bist, werden die aber mehr unter Druck gesetzt. Ey, und im Wasser ist man tatsächlich schneller. Also auf jeden Fall sind die Stats bei allen Charakteren, die haben höhere Wassergeschwindigkeitsstats als Bodengeschwindigkeitsstats. Was mit Gleiten? Steht das da auch zu? Gleiten auf? Ist genauso schnell wie Boden. Also ich hatte zum Beispiel beim Gleiten immer das Gefühl, man ist schneller in der Luft. Weil zum Beispiel, ich habe doch eben auch Bowser von der Luft locker überholen können. Und Anti-Gravity ist so dazwischen. Wo kommt denn jetzt her? Also, seltsam. Aber Wasser kam mir langsamer vor. Vielleicht
vielleicht kann es auch sein, dass Wasser langsamer. Nee, eigentlich was hat denn der jetzt gehabt? Direkt auch eingesetzt. Ja. KI macht das sogar sehr gerne. Schon wieder? Da bist du doch eben auch schon runtergesprungen, oder nicht? In der ersten Runde. Ja, wir nennen es mal runtergesprungen. So, als ob er freiwillig da runtergesprungen wäre. Ja, natürlich, war gewollt. Ja. Ich will mich hocharbeiten. Ja. Das finde ich immer noch cool, so ein fetter Bowser in der Mitte. Der einfach jetzt volle Kanne auf dich drauf haut. Genau, und den hättest du rammen können. Und den hättest du rammen. Und hier zu springen. Und. Zieh hoch, zieh ein bisschen hoch. Nee, oh, jetzt nehme ich den Stein nicht mit. Und der Panzer nimmt dich mit. Ich warte, der Panzer. Und das ist übrigens die letzte Runde, ne? Ja, ich weiß, ich war ja die ersten zwei Runden Erster. Hier, die, wo es drauf ankommt, die, wo es drauf ankommt, nix. Der Fluch. Ja. Jetzt beginnen die Berechnungen. Ja, der muss definitiv Dritter werden. Die Bikes, auch wenn sie gleich aussehen, haben tatsächlich noch kleine Unterschiede. Oh, okay. Ja. Ja, okay, das war's mit dem ersten Platz. Ja, aber du hast gutes Handling. Deswegen könnte das wirklich klappen jetzt. So viel dazu. Ich denke immer, man kann da hinten drauf springen. Das sieht so nach Strecke aus. Baby Mario ist schon mal nicht Erster, das ist gut. Ich finde eher witzig, dass das eigentlich gar kein Rainbow Road ist, ne? Also allgemein. Wieso? Ja, guck mal, du fährst so lange, sag ich mal, auf einer Station auch. Ja. Oder die Rainbow Road an sich ist ja auch von der Strecke her kein Regenbogen mehr, sondern im Grunde, ne, sind das ja so Panels. Ja. Einfach nur. Die halt ein bisschen schimmern. Ach, das gibt's doch nicht. Ja. Ich finde eher witzig. Ich habe das Gefühl, irgendwas vibriert. Ja. Ach, okay. Ja, das war's. So. Boah, ich dachte, du wolltest da echt reinfahren. Nee. Ja, und dasselbe. Zweimal Stern kam da gerade. Oh, oh, oh. Du darfst nicht einen Club gründen, den Daniel nicht gegründet hat. Das geht nicht. Daniel hat. Nee, geht ja nicht. Im Moment würdest du einen neuen gründen. Ja. Ah, nee. Muss 8 werden. Genau, bis 8 ist gegründet. Okay, ich nehme es zurück. Die Sportbikes sind alle gleich. Okay. Okay, andere Strecke. Weiter geht's. Du hast sie gerade auf die andere Strecke runtergekickt. Das ist die Frage, ob das so klug war, in der Kurve ein Turbo zu verwenden. Du wurdest runtergelassen und genau in dem Moment kam Kugel. Ja, nee, 8er reicht auch, dann würdest du den 8er Club beitreten. Oder die push dich mal weg. Ja. Ja, stimmt ja auch. Wart auf eine Gerade und dann hau. Wo den Pilz raus, das geht nicht mehr. Oder bleib auf der Strecke erstmal. Ja. Und dann haust du den Pilz weg. So, jetzt. Hau weg, die Scheiße, hau weg, fahr hier durch, genau, und dann fährst du hier. Und dann machst du ein Salto, genau, und dann fährst du hier, ja. Und Controller kaputt. Knöpfe rausgeballert. Oder du machst so, genau. Ja. Ach, das ist schon mal super. Das ist auch gut gewesen. So, jetzt denk dran, hier einfach fahr einfach. Kein Turbo verwenden. Und jetzt Turbos verwenden. Noch, hau rein. Wow. Ah, du bist ein Clubgründer. Das geht nicht. Dann. Aber Dritter sind wir insgesamt, wenn ich das richtig sehe. Und du darfst weiterfahren direkt. Ja. 39, wahrscheinlich ein neuer Tiefpunkt.
Ja. Ne, ich glaube, wir waren noch tiefer. Vom Punkt her, meine ich. Echt? Hm. Ja. Ja. Aber den Club hatten wir ja noch nicht. Das ist jetzt Clubgründer von Club 9. Gründerrechte. So einfach geht das nicht. Ja, ich unterzeichne alles, was nötig ist. Du willst eine Waschmaschine kaufen? Ja, mit 3 Jahre Garantie und so. Genau, mit 3 Jahre Garantie, bevor du aber nur 1 Jahr Garantie kriegst. Genau, weil die anderen 2 Jahre kosten. Drück. Nee, plus, mein Schatz.